vielleicht fange ich einfach mit einer Provokation an. Ich glaube, es ist gar nicht so etwas Besonderes. Inklusion muss gar nicht so etwas Besonderes sein, sondern Bildung bedeutet eigentlich ja immer, dass man die Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Menschen aufnimmt und anreichert um weitere Erfahrungsmöglichkeiten. Nun kann man aber ja nicht so tun, als wäre Schule irgendwie ein Raum, wo nicht auch noch andere Prozesse stattfinden, nämlich Selektionsprozesse zum Beispiel. Und ich glaube, da gibt es die größte Schwierigkeit, dass Inklusion, also die Erwartung von Inklusion, alle mitzunehmen, sich immer systematisch auch an diesen Stellen bricht, wo es darum geht, Menschen zu bewerten oder Menschen einzuteilen und zu unterscheiden. Das sind ja auch nur so Hilfsvokabeln mit engerem und weiterem Verständnis. Also ich hätte tatsächlich, würde mich eher einem weiteren Verständnis zuordnen. Ich denke, dass es keinen Sinn macht, Menschen danach zu unterscheiden, ob sie eine bestimmte Lernbehinderung haben, ob sie eine bestimmte Migrationserfahrung haben, ob sie aus sozial benachteiligten Schichten kommen oder. Wir können jetzt ganz viele Sachen uns überlegen, oder die finden ja auch als gesellschaftliche Realität statt, dass Menschen so oder so zugeordnet sind. Aber ich glaube, der Erfahrungsschatz, und das ist ja immer das Material auch von Bildungsprozessen, verläuft quer zu solchen Zuschreibungen. Und deshalb würde ich mich einem weiteren Inklusionsverständnis zuordnen. Erstmal auch keine besondere Rolle, sondern man nimmt natürlich, Medien haben ja immer eine dienende Funktion und möglicherweise kann die klassische Schulkreide in bestimmten Situationen genauso dienend sein wie ein klassischer Buntstift oder auch einfach ein Mikrofon, das, was wir hier jetzt machen. Möglicherweise gibt es aber vielfältige Unterstützungsgelegenheiten, erst auch durch die neuen Medien, die das dann ergänzen. Ich glaube, sie haben jetzt keine Sonderrolle, aber es ist schon auch einen wichtigen Stellenwert, den neue Medien haben. Und wir haben das heute auf der Tagung auch gesehen, dass sozusagen viele Prozesse gleichzeitig stattfinden können. Also dass Texte sowohl auditiv erscheinen, als auch gleichzeitig optisch als Bild oder in Gebärdensprache dargestellt. Und das ist, glaube ich, ist der Vorteil, dass das über die neuen Medien auch gelingt, dieses gleichzeitig zu erreichen. Also ich glaube, es sind zwei wesentliche. Das erste ist, dass Schule immer auch über Selektion funktioniert und sich die Anforderungen und Erwartungen von Inklusion systematisch mit Selektionsprozessen bricht. Das hängt auch mit dem zweiten Punkt zusammen. Ich glaube, in dem Moment, wo man Zuschreibungen vornimmt und daraufhin Lernprozesse plant oder organisiert, ist man in diesem Dilemma. Natürlich nehmen wir immer ständig Zuschreibungen vor. Wir unterscheiden Menschen nach Männern und Frauen, nach Alter und so weiter. Also ich glaube, es geht nicht ohne Zuschreibungen, aber ich glaube, diese Zuschreibungen sollten nicht konstitutiv für Bildungsprozesse sein, wenn es sich um inklusive Bildungsprozesse handeln soll, sondern dann geht es darum, tatsächlich sich auch dieser Zuschreibungen zu vergegenwärtigen und klarzumachen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, tatsächlich das auch reflexiv werden zu lassen, was wir alle an Zuschreibungen auch immer im Kopf haben. Ich glaube, es geht immer auch um materielle Ressourcen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Dann geht es sicherlich auch um andere Räume und Raumkonzepte. Also man muss diese Orte, an denen Bildung stattfinden soll, wenn sie in Schule stattfinden soll und organisiert wird, muss man die auch erreichen. Also es geht um Zugänglichkeit und Barrierefreiheit in einem ganz materiellen Sinn. Von Gebäude, von Raum, von Anordnung, von Lichtverhältnissen, von Akustik. Und ein dritter Aspekt wäre, dass man wahrscheinlich dazu übergehen muss, andere Zeitstrukturen zu entwickeln. Also man braucht unter diesem Stichwort sowas wie Entschleunigung. Also Bildungsprozesse brauchen immer Zeit. Man kann sie nicht anordnen oder verordnen und sicherlich auch nicht so vorab quantifizieren, dass man sagen kann, ja, in 45 Minuten ist das und das Lernziel erreicht. Ich glaube, das Wichtige ist, da eine bestimmte Haltung zu entwickeln, nämlich allen Menschen gegenüber erstmal offen aufzutreten und sie dann auch in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Das ist natürlich nicht immer vollständig möglich, weil es natürlich immer auch zeitliche oder andere Restriktionen gibt. Aber ich denke, mit so einer Haltung offen auf Dinge zuzugehen und auch offensiv Erfahrungsmöglichkeiten zu suchen, ist erstmal eine ganz gute Voraussetzung.